Ja, Beton schwimmt. Dass ein Kanu aus diesem Baustoff bestehen kann, beweist die deutsche Zement- und Betonindustrie, die zum 19. Mal den internationalen Wettbewerb Beton-Kanu-Regatta in Brandenburg ausgetragen hat. Die SchülerInnen der 3. Klasse der HTL Zeltweg haben sich der Herausforderung gestellt und ein eigenes Wasserfahrzeug entwickelt. Grundsätzlich haben wir uns da jetzt ein ganzes Semester Zeit genommen, oder ein bisschen mehr wie ein Semester, circa 6 Monate. Wir haben das mit den Schülern gemeinsam konstruiert, dann berechnet, dann haben wir eine Schalung entwickelt, wo wir unser Betonboot reinspachteln haben können. Dann haben wir uns ein bisschen beschäftigt mit dem Mischungsverhältnis vom Beton. Ja, und so ist es eigentlich gelaufen, während dem Praxisunterricht teilweise während dem Theorieunterricht. Man merkt, dass bei diesem Projekt viele Elemente aus verschiedenen Fächern mit einbezogen worden sind. Im Prinzip haben wir es in der Werkstätte gemacht. Das ist bei uns Baupraxis. Und die Statik hat natürlich auch eingespielt. Das ist bei uns auch ein Fach. Aber hauptsächlich ist die Werkstätte eben dafür verwendet worden, aber auch die Freizeit. Entstanden sind 2 Betonkanus namens Flying Dutchman und Bernd das Boot. Das erste Boot hat ein Gewicht von 105 Kilo. Das haben wir auf 3 Etappen gebaut, weil es ein bisschen ein Versuchsboot war. Da haben wir dann auch eine Probefahrt gemacht, was gut hingehauen hat. Beim zweiten Boot haben wir das Ganze dann probiert zu optimieren. Aufgrund des, also in Richtung Gewicht, haben wir das auch gut geschafft. Da haben wir eine Materialstärke von 4 mm zusammengebracht und somit ein Gewicht von 52 Kilo. Ja, es war eigentlich auch für mich überraschend, mit welcher dünnen Stärke das zweite leichtere Boot hatte nur 4 mm Stärke, dass man das schaffen kann, dass das mit 2 Kanutinnen über weitere Strecken und über mehrere Läufe dann auch entsprechend standhält und wir dann auch entsprechend gut abschneiden haben können dabei. Das Team hat nämlich sogar den Preis in der Kategorie Nachwuchs gewonnen.